Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, mal aus ungewohnten Gefilden, denn wir sind zurück bei Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich bin Mr. Murr, euer Kommentator des Vertrauens, den Kommentator, den die Frauen vertrauen, aha, genau, der bin ich. Und als solcher laufen wir hier durch die Gefilden von Harry Potter, dem männlichsten Spieltitel aller Zeiten. Was ist eigentlich hier oben drin? Achso, das ist nur Attrappe. Na gut. Und machen uns auf den Weg auf Harrys besten Kollegen. Nicht Ron, der steht hier nur so zur Verzierung rum und geleitet uns den Weg, sondern zu Hagrids Hütte. Der gute alte Hagrid, den wir schon in einer der letzten, also nicht letzten, sondern einer der vorigen Episoden irgendwann mal mitsamt seinen Schweinen gemobbt haben. Und ich glaube, das hat dem guten alten Hagrid nicht gefallen. Aber weißt du, manchmal sind Jokusse, wie der gepflegte Deutsche pflegt, unter Freunden doch immer für ein Witzchen gut, ne? Oh mein Gott, war das ein schlecht gewählter Satz. Ja, hallo, Ron. Ron bleibt vor der Tür stehen. Ja, wow, Ron ist auf einmal wieder schneller als wir. Wow. Und ich find's cool, wie Ron immer automatisch den gleichen Abstand hält. Moment. Stopp. Oh nee, er hält gar nicht den gleichen Abstand. Ich bin ganz falsch gepolt. Und lustigerweise ist ausgerechnet jetzt Nacht in Hogwarts, was normalerweise nicht der Fall ist, wenn wir rausgehen. Aber ich habe da jetzt auch nicht so viel dagegen. Wir können sogar nicht mal eine Nebenmission machen. Das heißt, wir müssen jetzt auf den Spuren von Hagrid wandern. Die Musik wird auf einmal mysteriöser. Und der Himmel wird in einem dunkel-lila gefärbt. Und Ron läuft einfach immer noch. Hallo Harry, ich trau mich nicht alleine. Psst. Ich habe jemanden, der Lucius Malfoy sehr ähnlich sah, in Hagrids Hütte gehen sehen. Aber nur sehr ähnlich. Es ist nicht er. Er ist bestimmt nur sehr ähnlich. Es gibt viele blonde Männer mittleren Alters mit blonden, strohblonden, langen Haaren. Üble Geschichte, Hagrid. Ganz, ganz üble Geschichte. 4 Angriffe auf Nichtmagier. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Als Mitglied des Schulbeirats muss ich einfach handeln und sie wegbringen. Weg? Wohin denn? Nicht ins Gefängnis. Nicht Azkaban. Ich fürchte schon. Schreckliche Angelegenheit, Dumbledore. Aber alle 12 Schulräte sind der Auffassung, es sei an der Zeit, dass sie einem anderen Platz machen. Von diesem Moment an sind sie beurlaubt. Wenn die Schulräte mich aus dem Weg haben wollen, Malfoy, werde ich natürlich abtreten. Nein! Allerdings werden sie feststellen, dass ich diese Schule erst dann endgültig verlasse, wenn mir hier niemand mehr die Treue hält. Wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Wenn jemand was herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Los, komm jetzt, Hagrid. Schon gut, ich komm. Ja, keine Gerichtsverhandlung. Ohne Dumbledore stecken wir wirklich in Schwierigkeiten. Jetzt wird es bestimmt jeden Tag einen Angriff geben. Sieh nur, da drüben. Sieht so aus, als wollten sie in den verbotenen Wald. Also, fassen wir zusammen. Es war, wie Ron es ganz subtil angedeutet hat, tatsächlich ein Mann, der aussah wie Lucius Malfoy, weil es Lucius Malfoy auch war. Wow, wer hätte das ahnen können? Eigentlich wollte ich damit sagen und deswegen war das A so lang gezogen. Ja, und auf einmal, durch Magie oder vielleicht durch den Lauf der Spinnen, ist die Tür geöffnet worden. Hui, aber hier ist nur eine offene Truhe, beziehungsweise eben nicht eine Truhe, die noch nicht geöffnet wurde, so wollte ich das sagen. Naja, gut, sind jetzt auch nur Bohnen drin und ein Speicherbuch. Oh, bei Hagrid ist also auch ein Speicherbuch, das ist gut zu wissen. So, die Bohnen nehme ich mal getrost mit, weil ich einfach ein bisschen mehr Bohnen brauche. Und jetzt müsste Ladezeit kommen. Ja, sieht schon so aus. Und wir gehen in die Gefilden des geheimen Waldes. Yes. Oh nein, eine Barrikade. Auf diesen Vorsprung kann ich nicht hinaufklettern. Er ist zu hoch. Ich helfe dir hoch, Harry. Du musst alleine in den verbotenen Wald gehen. Wer hätte das gedacht? Der hat uns überhaupt nicht geholfen. Viel Glück, Harry. Harry hat sich einfach mal hochgeportet, so aus dem Nichts. Ja, Ron, danke, du bist mir die größte Hilfe überhaupt. Außerdem, ja, ich kann hier nicht hochklettern, das ist zu kompliziert. Oh Mann, die Logik dieses Spiels gefällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade umso mehr, denn ein bisschen Schwachsinn ist immer gut. Oh, Lumi. Was habe ich hier Lustiges gefunden? Oh. Ah, okay.
Oh. Hallo. Ich muss sagen, die Ebene, an die ich mich am schlechtesten von allen erinnere, ist der verbotene Wald. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der funktionierte. Und ich kann mich da echt nur sehr, 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 sehr schemenhaft dran erinnern. Aber gut. Ich werde da jetzt einen Teufel tun und mich drüber beschweren. Ich werde es einfach durchziehen. Haja! Haja! Und hua! Jawohl, das hat doch schon mal augenscheinlich funktioniert. Da bin ich doch relativ froh drüber. So, was kann ich jetzt hier machen? Oh, hier ist erstmal eine Truhe. Die sollten wir uns vielleicht einfach nicht entgehen lassen. Naja, gut, sind halt ein paar Bohnen drin und jetzt nicht so viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, das wusste schon jeder Bauer. So. Wow, okay, da will ich aber jetzt noch nicht hin, denn... Und hepp. Wow, das war knapp. Was ist eigentlich hier? Aha. 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 Aha! Okay, also die Grafiktextur ist hier mehr als merkwürdig. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Es ist einfach nur so ein blauer Schein, aber eine silberne Karte! Hey! So, dann wollen wir die silberne Karte nochmal gleich postwendend aktivieren. Wie sich das so gehört für jeden Zauberer aus Hogwarts. Klitoris? Nein, ohne Witz jetzt. Kliotna, okay. Irische Druidin, die die Verwendung von Mondtau entdeckte. Ah. Spezialistin für Drogengebrauch. Aua. Och nö, jetzt muss ich den ganzen Kokolos nochmal sehen. Ah, ich weiß mittlerweile übrigens, wie man Filmsequenzen überspringt. Das wurde mir von einem User geschrieben, der meinte, ich soll Enter drücken. Und tatsächlich, wie das sich nun manchmal im Leben so verhält, hat das Ganze auch funktioniert. Wo springe ich denn jetzt hier eigentlich mit hin? Fuck. Habe ich jetzt noch die silberne Karte? Nein. Einfach nur mal zur Erklärung, warum ich überhaupt vorhin diesen Todessprung gemacht habe. Einfach nur aus dem Grund, weil ich wissen wollte, was dieses Sprungbrett, wo ich eben drüber gesprungen bin, wo das hinführt. Und ich hätte mir den ganzen Weg auch sparen können. Na super, egal. Jetzt machen wir das hier in super Speed-Durchlauf. Ja! Wow! Okay, das ist jetzt wirklich... Hallo, mein Name ist Bear Grylls and I want to present you how to survive in the forbidden forest of Harry Potter. Better drink a this. So, das war jetzt für alle die Leute, die... Wow, Baumenschies! Die Bear Grylls kennen, die guten alten Überlebenskünstler aus dem amerikanischen Fernsehen. Naja, ich glaube, die zwei Begriffe in einem Satz zu verwenden, lässt schon darauf einen Rückschluss schließen, mit was wir es hier zu tun haben. Ein Amerikaner, der uns weismachen will, er kann in jedem Dschungel überleben. Das heißt, eine konsumgeile Nation bringt anscheinend naturverbundenere Kerle raus, als es vielleicht hier in Deutschland stattfindet. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht so die Person, die Deutschland über alles lobt. Insofern sage ich, da äußere ich mich da jetzt mal nicht großartig zu. So, hier den Sprung können wir, glaube ich, noch mit Freunden machen, ja. Denn die silberne Karte möchte ich eigentlich schon ganz gerne haben. Hui! Oh, das ist so mysteriös hier. Das ist einfach so. Eigentlich verschwimmt nur das ganze Sichtfeld und man sieht gar nichts mehr. So, die gute alte Kuda, die werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Mir war es schon einmal viel zu schwer, ihren Namen vorzulesen. Und ein zweites Mal würde meine Rhetorik bestimmt nicht so sehr wohltun, als ich es vielleicht für möglich halten würde. Und wow, das ist eine verdammt große Schlange. Schlange? Ja, eine große Schlange. Nee, das ist nichts weiter als diese kleinen Pflanzen, die sind ja nur in groß. Ich glaube sogar, das kam im Film vor. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wie gesagt, der zweite Film ist der letzte Film der Harry Potter Saga, den ich mir tatsächlich angeguckt habe. Alles andere ist meinem Interessefokus dann doch rausgegangen. Und hier... Och, okay, das wird Infinite Bohnenfabrik. Okay, wir lassen den guten Gnom mal machen. Denn der gute Gnom wird jetzt einen Pilz nach dem anderen abfrühstücken und wir kriegen eine unglaublich große Menge an... Na, was wohl? Genau, an Pilzen. Nein, Pilze brauchen... Ja, wobei, vielleicht würde es sich ja mehr investieren, wenn wir jetzt einfach mal die Pilze nehmen und anstatt die Bohnen als Drogen zu verkaufen, in Hogwarts die Pilze nehmen. Ha! Bringt mich auf Ideen. Ich bin schon ein ganz schöner Fuchs. Naja, aber... Naja, gut, Bohnen können wir jetzt auch nehmen. Ich meine, ein bisschen Entertainment schadet nie. Nein. Böser Gnom. Und jetzt wird's lustig. Drogen! Okay, das waren verdammt viele. Das hat sich sogar gelohnt, die Zeit einfach zu warten. Außerdem, ich meine, was gibt es Schöneres als den Gnom beim lustigen Sachen zugucken?
Naja, ich hätte vielleicht jetzt hier noch 3 Bohnen insgesamt mehr kriegen können, aber naja. Übrigens bleibt der Limos-Zommer die ganze Zeit. Ey, Knümchen. Danke. So, an der Stelle möchte ich übrigens auch meine guten alten Funk Royal grüßen. Die guten Max. Max, ich mag dich, Max. Der gute Max hat mir nämlich eine riesen Freude gemacht, indem er gesagt hat, dass ihm dieses Let's Play so gut gefällt. Und Max, damit hast du meine alten traurigen Tage wirklich sehr versüßt, denn, ne? Wenn es mir mal schlecht geht, solche Sachen machen meinen Tag dann doch immer ein ganz schönes Stück besser. Nichtsdestotrotz mag ich auch jeden anderen, der mich für irgendwelche Sachen, die ihm wirklich gefallen, lobt. Also nur mal so als Nebeninformation, falls ich jetzt hier irgendjemand ungerecht behandelt fühle. Sowas will ich hier jetzt gar nicht aufkommen lassen, ne? Alle Menschen sind gleich oder so ähnlich. Grundprinzip des Kommunismus, ja, gut, das ist eine andere Sache, da rede ich jetzt mal nicht drüber. Hui! Ab in den riesen Baum rein, der anscheinend so derbe groß ist, dass... Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich da runterspringen. Ich könnte es aber auch einfach mal lassen. So, hier nehmen wir jetzt mal den Expresslift. Hui! Ich will gar nicht dahin. Ja, wobei... Naja, was soll's. Brauchst du eine Karte, kann ich mitnehmen, sonst... Da komme ich aber her, ne? Ja, gut, dann soll... Oh, den schieße ich gerade noch ab. Hallo! So, ich gucke mir natürlich erstmal standardgemäß die bronzene Karte an, bevor ich es vergesse. Wir haben schon fast alle Karten. Na gut, das erkläre ich mal ein andermal. Das mit den Karten, mit der Kartenproblematik und 100%, das klären wir einfach mal ein anderes Mal. Da möchte ich jetzt nicht zu sprechen kommen. Das machen wir später. Guilford Ollerton, berühmter Riesentöter, Vernichter der... Was? Vernichtete den Riesen Hengist of Upper Barnton. Wer immer das auch sein mag, ein mächtiger Krieger. Übrigens, tut's mir leid, dass ich im Moment irgendwie nicht so gut lesen kann. Was? Ich hasse mein Leben. Das Spiel ist doch nicht wirklich schwer. Wie zur Hölle schaffe ich? Ihr merkt es auch, ich bin viel zu leichtsinnig. Ich gebe... Mann! Verdammt! Oh! Wieso bin ich einfach so selten bescheuert? Ich könnte auch einfach durchlaufen, so ohne Problematik, aber nein, ich muss es ja. Ist doch nicht mal spannend gemacht, das ist einfach nur dämlich. Ah. Komm, was beschwere ich mich hier? Was soll der Käse? Komm, wir holen uns die bronzene Karte. Danke, die lese ich jetzt aber nicht nochmal vor, weil. Ich glaube, ey, das wurmt mich jetzt aber schon wirklich gar nicht mal so dezent, dass ich jetzt es einfach geschafft habe, bei dem leichten Spiel innerhalb von, keine Ahnung, 1 oder 2 Episoden, ich habe keinen Timer laufen, 2-mal hintereinander gestorben bin. Das ist, ja. Das ist noch nicht mal mehr mit dem Wort blamabel zu beschreiben. Das ist schon einfach grausam. Das ist, wow, wie nützlich, dass ich das wegmachen kann. Wow! Hello, this is Pierre Gorillas again, and today I'm gonna featuring how to survive a lot of spiders on your ass. Hui, ganz viele Spinnen. Ach komm, Spinni. Befreie dich, um dich dann wieder zu töten. Hat ihn jetzt Schaden gemacht? Egal, das ist eben Schokofrosch. Wende den mir nicht. Ey! Ey! Danke. Ich hab dich nicht mal eben gegessen. Ich hab dich richtig verschlungen in einem Hubs, wie es aussieht. Und, ey, jetzt kriegen wir aber die bronzenen Karten hinterhergeschmissen wie nichts Gutes. Perpetua Fancourt, Erfinderin des Lunarkopfs. Ja, das ist einfach so ein Teleskop. Aber ich muss auch sagen, es gibt Sinn, dass wir jetzt alles kriegen, weil ich glaube, so langsam neigt sich das Spiel echt dem Ende zu. Oh. Ja. Okay, also so eine perfekte Mauer zu bilden mit Steinen ist schon verdammt auffällig. Ich glaube, da könnte der gute Lucius unter Umständen seine dreckigen Griffel im Spiel haben, aber eigentlich ist es nur von... Ui, das waren noch diese besonderen Wichtel, dessen Namen ich schon vergessen habe. Ich sollte, glaube ich, nicht runterfallen. Euch mag ich nicht, ihr seid gar nicht mehr süß, ihr seid einfach nur nervige kleine Imps. Ach, das waren Imps, ne? Das Dungeon Keeper. So, tschüss. Habe ich irgendwas dafür bekommen? Nein, okay. Naja, wir speichern einfach mal. Boah, das sieht aus wie so eine mystische Rune, aber es soll eigentlich nur eine Wurzel darstellen. Naja. Und wieso wird die Musik auf einmal so derbe dramatisch? Hm. Der Sache sollten wir auf den Grund gehen, Dr. Harry. Hallo? Oh, der ist weg. Okay. So, wir öffnen hier mal die Wurzel. Und die Wurzel aus 2 ist eine Zahl, die ich nicht auswendig kann. Und getroffen. Hä? Hab ich mich eben schon getroffen? Sache. Wow, Spinnen! Und ich weiß mittlerweile im Gegensatz zu den letzten Parts...
Achso, die muss man zweimal treffen. Wie das Fachwort für Spinnenphobie heißt. Arachnaphobie oder so ähnlich. Danke an alle Leute, die mir das beigepflichtet haben, dieses Wort. Beigepflichtet war jetzt einfach falsch, aber die mir jetzt nochmal ganz genau gesagt haben, was es war. Ich hätte es noch nachgucken können. Aber so faul wie ich bin, habe ich es nicht getan. Und jetzt kann ich endlich beschreiben, was ich eben nicht empfinde. Wow, das klang jetzt überhaupt nicht logisch, aber es war auch irgendwie nicht logisch. Wieso habe ich das Bedürfnis, die einzusammeln, obwohl ich die nicht brauche? So, was habe ich damit jetzt erreicht? Okay, das... Okidoki, soll mir recht sein. Das sieht mir nach einem komplexen System aus. Die Frage ist nur, wer zur Hölle entwirft so ein System in einem verbotenen Wald, wo eh keiner ist? Ich meine... Das ist bestimmt nicht von tierischer Hand. Haha. So. Oh, ein Schild. Okay, jetzt wird es aber langsam echt creepy. Ja, achso. Wow, auf einmal kann Harry riesige Steinblöcke mit einem Zauber ver... Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Vielleicht ist es auch besser so. So, hier hüpft. Oh, da will ich dran, da will ich dran. Definitiv, da sagt der Indianer Harry in mir, go for it! Und? Naja, eine bronzene Karte ist immerhin noch was ganz Wundervolles. Wie viel haben wir denn schon? 44, das heißt, uns fehlen nur 6 Stück. Nicht, dass ich jetzt großartig sagen würde, dass wir alle kriegen werden, aber das sieht doch schon mal nach einer gut respektablen Statistik aus. Dorkers, was, Velbe, tut mir leid, aber mein, ich kann heute einfach nicht lesen. Dorkers Well-Beloved. Wow, war das jetzt so schwer? Gründet die Vereinigung für verzweifelte Hexen. Also quasi der Bücherclub unserer heutigen Zeit. Wow. Das war jetzt wirklich eine sehr wichtige und fundamentale Erfindung, die du da gemacht hast, junge Dame. Da kann ich nur sagen, Carpe Diem. Oder so. Oh, okay, wir machen jetzt so. Jetzt sind wir mal intelligent und warten. Wenn mein Plan jetzt aufgeht, sollten wir gleich wieder ein großes Fest an Bohnen erwarten können. Wenn der Gnom denn mal sein Ziel aufnimmt und siehe da, er fällt hin. Weil was kann der Gnom denn sonst machen? Und er schwebt fast irgendwie. Und während ihr den Gnom beobachtet, trinke ich mal kurz einen Schluck Apfelschorle. So muss das. Ein bisschen Vitamine zu mir nehmen. Sag mal, ist der Gnom irgendwie ein bisschen gehbehindert? Oh mein Gott. Ah. Okay. Ich glaube, wir müssen dem Gnom ein bisschen nachhelfen. Und zwar nehmen wir ihn jetzt und schmeißen ihn jetzt einfach mal da rein. So, viel Spaß. Los, Gnom, mach meine Arbeit. Hör auf, du bist nur ein schlecht bezahlter Angestellter. Los, erledige mal eine Arbeit, wofür ich dich bezahlt habe. Ja, also liebes Spiel, ich habe schon verstanden, dass ich diesen Gnom jetzt zu den Pilzen locken muss, damit der die ganz kostengünstig für mich ab quasi erntet und mir auch noch Bohnen gibt. Quasi wie jeder mexikanische Arbeiter auf einer puerto-ricanischen Bohnenfabrik oder so ähnlich. Und während ich gerade beginnen wollte, mich über deine Spielmechanik aufzureden, Spiel, scheinst du es ja doch irgendwo hinbekommen zu haben, dass der Gnom sich wenigstens einigermaßen sinnvoll verhält. Und wenn ich sage einigermaßen, meine ich, der Gnom läuft im Kreis. Bis ich dann zu ihm gegangen bin. Okay, das Spiel ist also nicht ganz so bugverbuggt. Genau, es ist ziemlich bugverbuggt, das Spiel. Das ist nicht doppelt gemoppelt, das sagt man so in unserem Gaming-Journalisten-Fachjargon im weitesten Sinne. Und ich würde doch niemals Kokolores erzählen oder sowas ähnliches. Das ist doch das Letzte, was in meinem Interesse liege, dummen Schwachsinn zu erzählen. Und schon gar nicht in über 40 Folgen Harry Potter Let's Play. Sowas würde mir doch, also, nee, kommen wir hier. Ne, wie würde Stromberg sagen, also, wenn du das jetzt so... Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Kam aber jetzt irgendwie doch schon cooler als es eigentlich war. Und das sieht mir übrigens stark nach einem Endboss-Raum aus. Denn hier sind Gegenstände, die ich brauche, um einen Heiltrank zu brauen. Und eine Truhe. Und eigentlich ist das wie in jedem Spiel ist es so, dass es vom Endgegner anscheinend so eine Art Ruheraum gibt, die man nochmal aufsuchen kann, bevor man sich in die Schlacht stürzt. Und wer den Film gesehen hat, weiß jetzt, was kommt. Ich glaube zumindest, dass es kommt. Und was übrigens auch kommt in Form einer Karte ist Newt Scamander, Autor des berühmten Werkes Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ein Biologe mit einem
gar bezückenden Schnauzbart, der sich sogar so lustig zwirbelt, wenn man genau hinsieht. Toll, unsere 45. Karte. Und wir nehmen gerade mal hier den ganzen Krempel auf und brauchen uns sogar vielleicht nochmal einen Heiltrank, wenn wir denn gerade ein bisschen was üben.